Ich will da überhaupt nicht mehr nachtarocken. Ich denke, Sie fragen die einfach die Delegierten, warum sie so abgestimmt haben. Dann haben sie da wahrscheinlich ein breites Spektrum von Meinungen. Und dann wissen sie, warum sie mich heute nicht bestätigt haben. Also das kann ich auch nicht bewerten oder kommentieren. Das ist, wird sicherlich erstmal, muss man das verdauen oder erstmal sacken lassen und dann sich überlegen, welche Idee hat man jetzt oder welchen Weg kann man jetzt gehen und dann wird man eine Entscheidung treffen. Ja, ich bin noch Präsident bis zur nächsten Wahl. Bis dahin werde ich das machen. Ich werde auch noch das erledigen, was ich mir vorgenommen habe. Ich weiß nicht, wie viel ich noch hinbringe. Aber das, so kennt man mich. Und das werde ich tun und dann muss der andere machen. Es ist am Aufsichtsrat jetzt zu handeln und jemand, der wirklich was macht, hinzulassen oder auch nicht, es liegt an ihm. An mir liegt es nicht, nur ich bin offen, komplett transparent und absolut für moderne Strukturen, für junge Leute, die einfach einen frischen Wind reinbringen und nicht für einfach Pöstchen. Ich bin für Unternehmer und für Fußballer. Ich bin eine Alternative, ich möchte, biete mich an, dem Verein zu helfen, egal in welcher Funktion. Ich muss nicht Präsident werden, aber ich will und glaube schon, dass ich im Verein helfen kann.